Bereits als Schüler war er politisch aktiv. Seine Theaterstücke und Gedichte galten dem Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus. Die Rede ist von Jura Seufer, der mit 27 Jahren im KZ Buchenwald starb. Das Gymnasium Schwechat hat dem jüdischen Dichter einen ganzen Abend gewidmet. Das ist eine Kombination von Erzählung und Gesang. Die Künstlerin Maren Rahmann wird nach ihrer eigenen Vertonung Texte von Jura Seufer singen und sich selbst auf der Ziehharmonika begleiten. Und ich werde etwas erzählen über Jura Seufer, seine Biografie, sein Werk, aber auch über seine Aktualität, denn er ist in über 50 Sprachen übersetzt und das ist sehr viel für einen Autor. Jura Seufer ist einfach ein großartiger Schriftsteller. Ich finde, man kann ihn gar nicht publik genug machen. Also ich wünsche mir, dass viele ihn vertonen und singen und dass auch junge Leute einen Zugang dazu gewinnen. Was mich fasziniert, ist zum einen natürlich seine politische Arbeit, die er als junger Mann eigentlich schon geleistet hat. Zum anderen, er war ja ein toller Autor fürs Kabarett, hat also Stücke geschrieben, die in den Wiener Kabarets aufgeführt wurden. Und bedauerlicherweise ist er ja dann schon 1939, noch in jungen Jahren im KZ Buchenwald, ums Leben gekommen. Wir spielen ein paar Szenen nur aus diesem Stück, weil sonst wäre das ein bisschen zu viel für die Schüler, weil der Text relativ schwierig ist für die kleineren Schüler zu lernen. Und ich habe eben ein paar Szenen, die mir passend erschienen, ausgewählt. Wir haben deswegen dieses Stück genommen, weil ich denke, es ist... steckt sehr viel dahinter, es ist sehr satirisch gemacht und es ist für die Schüler einfach nett zu spielen. Das Stück handelt von einem Komet, der die Erde zerschmettern soll sozusagen in Menschen. Und auf der Erde gibt es einen Herr Professor, der hat eine Erfindung gemacht, um diesen Weltuntergang zu stoppen. Den spielt er. Und er versucht halt die ganze Zeit, also die Menschen davon überzeugen, dass die Maschine es schafft. Und am Schluss wird die Welt dann nicht zerstört sozusagen, sondern der Komet hat sich in die Erde verliebt. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Bundesgymnasium Schwechat, weil als dritter Teil des Programms Schülerinnen und Schüler Texte von Jura Seufer spielen. Und das ist ganz im Sinne von Jura Seufer, der sagt, auf uns kommt es an und dass die selber spielen und dass sie nicht einfach nur etwas konsumieren, ist eine großartige Sache. Die Texte sind in der Zwischenkriegszeit geschrieben und haben aber so eine Brisanz und Aktualität, auch heute noch fast erschreckend aktuell sind sie. Und sie haben... etwas sehr Kritisches, aber gleichzeitig ist die Menschenliebe von Jura Seufer spürbar und die große Hoffnung und den Optimismus, den er hat. Also ich finde ihn sehr interessant, weil er hat einfach weitergemacht, obwohl er eigentlich sogar im KZ war, hat er trotzdem halt noch weitergemacht. Er hat weiter ein Lied geschrieben sogar, was halt alle gesungen haben und hat eigentlich allen sehr viel Kraft gegeben durch seine Art. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, diesen Jura Seufer-Abend heute hier durchzuführen, weil ich mich auch früher schon noch als junger Lehrer mit diesem Autor immer wieder beschäftigt habe. Und jetzt haben wir sogar also wirklich ganz kompetente Leute hier, wie Dr. Adelt von der Jura Seufer-Gesellschaft, vom Jura Seufer-Zentrum. Und wir haben, glaube ich, also eine sehr glückliche Mischung gemacht. Auf der einen Seite aus einem Bühnenstück von Jura Seufer, wo verschiedene Szenen aufgeführt wurden. Und zwar von den Unterstufenschülerinnen und Schülern und auf der anderen Seite einen Vortrag für unsere Oberstufenschüler, die heute Abend ja hier waren und damit auch verbunden mit musikalischen Darbietungen. Also ich glaube, also diese Mischung, die war sehr gut und wie gesagt, mir hat es ausgezeichnet gefallen.